Ja, da musst du auch nicht genau vor Ort Rockohula machen oder einen auf Sniper. Ja, Achtung. Und schon wieder. Hauptsound fliegt irgendwas um die Ohren. Ja, mit der Passage hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Probleme. Deswegen könnte die jetzt ein Zacken länger dauern. Ich könnte es auch schneiden, ja, könnte ich machen, aber bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich ein Freund von. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Man soll dazu stehen, wenn man Kacknoob ist. Wenn man nicht durchkommt, kommt man halt nicht durch, beziehungsweise braucht halt zwei, drei Anläufe dafür. Habe ich kein Problem mit. Wenn einer ein Problem damit hat, ihr könnt gerne, ich glaube, so 5, 6 Minuten vorspulen. Bin ich euch nicht böse, ist überhaupt kein Problem. Aber wer weiß, vielleicht sage ich was Interessantes, was ihr verpassen könnt. Man weiß es nie. Nein, also interessant ist glaube ich nicht, aber nichtsdestotrotz, es macht trotzdem Spaß und ja. Failen gehört dazu, die Fehler gehören dazu. Ob man daraus lernt, ist eine andere Sache. Okay, dem sein Schienbein dürfte glaube ich auch jetzt total lieber sein. Also die Pumpgun ist auch schon nicht schlecht. Auf die Entfernung halt für die Füße, aber so in der Nähe fliegen die Jungs schon ordentlich weg. Also vielleicht gleich als Vorwarnung, ich werde, wenn ich das Tomb Raider hier durch habe, auf jeden Fall Tomb Raider weiterspielen. Ich habe mir für die PS3 diese Legacy Box, heißt die glaube ich, gekauft. Moment, ich habe sie im Regal. Gucken wir mal nach. Moment. Ne, die Classic HD. The Tomb Raider Trilogy. So heißt das Ding. Und was haben wir alles dabei? Wir haben. Ich könnte mal Licht machen. Ah, ich war mit. Nee, Legacy. Nee, Tomb Raider Legend. Oh, Moment, ich mach mal Licht an. In Minute, nicht weglaufen. Das hat Boom gemacht. Genau. Also, nach dem Tomb Raider hier geht es erstmal nicht mit Rise of the Tomb Raider weiter. Zum einfachen Grund, weil ich keine PS4 habe. Ja, oh mein Gott, er hat keine PS4. Boah, er hat auch keine Xbox. Boah. Ich hatte noch nie eine Xbox und ich glaube, ich werde auch nie eine Xbox haben. Ich komme damit ganz gut klar. Lange Rede, kurzer Unsinn. Nach diesem Tomb Raider hier geht es weiter mit Tomb Raider Legend, Tomb Raider Underworld und Tomb Raider Anniversary. Das sind die drei, die in diesem Classic HD Pack, ja, schon wieder tot, Classic HD Pack noch mit dabei sind. Und das ist auf jeden Fall das, was euch danach Lara Croft mäßig erwarten wird. Also ich freue mich sehr drauf, weil die Tomb Raider Spiele immer, und die haben eigentlich schon immer zu meinem spielerischen Repertoire gehört. Wirklich tatsächlich angefangen auf der PS1 mit dem ersten Tomb Raider, wo alles noch so richtig schön eckig und kantig war. War ein Raum irgendwie, keine Ahnung, 100 Polygone hatte. Ich glaube jetzt 100 Polygone hat die Nagelspitze von Lara. Ja, das war noch Zeiten. Aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Wird euch ja nicht langweilen. Aber mal gucken. Den ersten Teil habe ich, glaube ich, auch für die PS1 hier noch irgendwo liegen. Vielleicht schieben wir den irgendwann mal
noch dazwischen. Weil das ist schon ein gigantischer Unterschied zu von jetzt zu damals oder von damals zu jetzt. Aber auch wenn der Unterschied sehr groß ist, gibt es glaube ich auch vieles, was sich vielleicht noch gar nicht so geändert hat. Mal gucken. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier durchkommen. Ohne dass... ja gut, größere Schäden haben wir schon genommen. Genau, ich habe dann irgendwann angefangen, den Granatwerfer ein bisschen mehr einzusetzen und zu schauen, wo die halt herkommen. Aber das Ding ist halt, dass die Jungs sich relativ gut versteckt haben. Und ich so teilweise einfach nicht gesehen habe. Also auch am Feuer, wo das herkam. Also wo die Kugeln herkamen, hat man es, oder habe ich es einfach nicht gesehen. Irgendwann habe ich mich dann verkrochen und immer schön sneaky. Eine nach dem anderen. Also bei den Jungs ist krass, ich meine, du haust dem eine volle Ladung Schrot mitten ins Gesicht bzw. in die eine Gesichtshälfte, auch wenn dein Hut oder eine Kappe oder irgendein Rüstungshelm auf hat. Das scheppert schon ordentlich auf die Entfernung, also auf 1 bis 2 Meter. Aber ja, okay, wir fangen jetzt nicht das Thema Realismus in Videospielen an. Keine Sorge, um Gottes Willen, das würde den ganzen Tag, die ganze Nacht dauern, lieber nicht. Ja, sie kriegen mich so nicht, also werfen sie mit Feuer. Kennen wir schon. Die Jungs sind halt echt super versteckt, also. Dann irgendwann versucht die Deckung mit den Granaten hochzujagen, das hat auch nicht wirklich funktioniert. Hier in der Ecke waren mal Munitionskisten, die waren leider auch nicht mehr da. Und nur mit der Handfeuerwaffe kommst du halt auch nicht so weit. Und die wussten halt immer gleich sofort, wo ich bin. Das war echt ätzend. So, deswegen ganz fix ein bisschen Munition sammeln. Da stehen noch 2 Munitionskisten. Und schon wieder mit Feuer. Nein, kein Feuer, du Sackgesicht. Genau, da hat es dann ordentlich Bumm gemacht und den hat es die Deckung zerrissen. Was für mich dann ein großer Vorteil war. Und dann kam sie unten wieder an. Ich glaube, an dem Tag hatte ich auch höllische Probleme mit dem Zielen. Habe ich sowieso mit Controller, gebe ich offen ehrlich zu. Aber hab's dann doch ganz gut gemeistert. Und zu denen, die ich vorhin gesagt habe, sie sollen 5 Minuten vorspringen, ich glaube, es waren länger als 5 Minuten. Aber gut, Ding braucht halt eben Zeit. Genau, Munitionsvorrat erstmal wieder ordentlich auffüllen, dann langsam aber geschmeidig weiterlaufen. Wer weiß, was da sonst noch so alles auf mich wartet. Außer diesem hübschen kleinen Tempel.
unten. Versuch freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Schon wieder einer mit so einer riesigen Wumme. Genau, der legt halt auch alles wieder in Schutt und Asche mit diesem Ding. Das ist so übel. Glücklicherweise habe ich einen Korb gefunden, in dem Steine drin waren. Keine Ahnung, warum da Körper rumstehen, wo Steine drin waren. Und habe versucht, mich dann auf die andere Seite drüber zu schlagen. Aber da saßen dann auch zwei. Ja, die mussten dann auch erstmal weggemacht werden. Genau, immer hübsch alles einsammeln. Auf jeden Fall die Munition. Ganz wichtig. Und wieder Körbe mit Steinen. Hey! Mir soll's recht sein. Ganz genau, einen Granatwerfer habe ich. Aha. Und ich habe keine Angst, ihn zu benutzen. Auch wenn ich ihn nicht immer so ganz richtig benutze. So wie hier. Ich dachte halt, es wäre so ein Tor wie vorher auch schon, wo du halt mit dem Granatwerfer durchkommst. Aber falsch gedacht. Einfach mal mit dem Granatwerfer durch die Luke ballern. Tut auch schon seine Wirkung. Genau. Lara! Lara, kletter rüber! Na los! Lauf zu Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Genau, ganz, ganz wichtig, weil wir haben ja gelernt, allein schon durch das, was alles passiert ist, dass egal, was hier angeflogen kommt, sofort von diesem Sturm abgeschossen wird in Form von Blitzen. Deswegen lieber nicht in den Helikopter steigen. Da haut's uns sonst auch vom Himmel. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder rauskommen. Ja, Drecksack. Da habe ich tatsächlich gedacht, okay, jetzt hast du mal eine Minute Ruhe. Hier fliegt dir nicht alles um die Ohren, aber ja, falsch gedacht. Doppelt falsch gedacht in dem Fall. Ich dachte, dass man da mit diesem Pfeil und Seil irgendwie oben hinschießen kann und dann kann man sich da hochhangeln oder hochklettern, aber es war vollkommen falsch gedacht. Wie man eben unschwer erkennen konnte. Aber, ja, dann machen wir es halt. Klettermax-Tour. Oh nein, sie dürfen nicht in den Helikopter steigen. Ja, Helikopter ist ganz böse. Zerstört die Brücken!
Wer, Ungläubige? Scheint den nicht zu interessieren, aber okay. Dass der nicht mehr alle Tower in der Tanklage hat, das haben wir mittlerweile schon rausgefunden. Ganz schön brutal für eine englische Lady. Ja. Man sollte Knöpfe drücken, wenn man auch Knöpfe drücken soll. In dem Fall einfach zu spät. Und der böllert halt mit den richtig dicken Mumpeln gerade auf die Brücke. Das ist echt übel, der Typ. Dieses Pathfinding finde ich auch total abgefahren, wie du mir gleich so hingestellt oder die Kamera hingefahren wird oder geleitet wirst, dass du halt vorankommst. Das ist Gameflow-mäßig echt abgefahren. Vielleicht für den einen oder anderen, das zu einfach gestrickt, ja, das könnte ich verstehen. Aber ich finde es echt abgefahren. Macht auf jeden Fall immer wieder Laune. Jetzt mir die Steuerung total zerschossen, ich habe keine Ahnung warum. Irgendwie kam ich da mit dem Stick vom Controller überhaupt nicht klar. Gibt's, glaube ich, noch eine Passage, wo das noch schlimmer ist. Ja, hier ist es, glaube ich, dass ich diese Steine so auflösen und keine Ahnung, warum sie da so komisch gesprungen ist und ja, ich dann auch abgestürzt bin. Also es hat irgendwie so gar nicht geklappt oder funktioniert. Aber schauen wir mal, wie es in Runde 2 läuft. Ja, läuft ja schon gleich besser, sehr gut. Also da hatte ich kurzzeitig echt gedacht, okay, jetzt ist vorbei, den Versuch hast du verkackt, aber ja, glücklicherweise noch geschafft. Lara, nimm meine Hand! So geht's!
Wussten wir ja irgendwo, ne? Irgendwie. Dass das so kommen muss. Lara! 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 Na komm, Lara! Na komm schon, los! Da bist du. Da bist du. Na komm! Los, Lara! Da sind sie! No! Du schaffst das. Du bist eine Croft. Nein. Nein. Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger, und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also versuch es wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan schmieden, ihr okay? Versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier.
einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Ja, also hier habe ich mich sehr lange gefragt, ob Crossroads auch Matthias erschossen hat. Das wird irgendwie nicht so ganz klar, weil die auf einmal alle so entspannt waren. Aber es kann schon sein, dass der jetzt hier auch irgendwo rumliegt. Halb tot. Tot. Hoffentlich tot. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern. Keine Bergbesteigung. Oh Gott, ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Genau, was unternehmen müssen wir auf jeden Fall. Sie hat ja schon die Sturmwachen erwähnt und ich hatte einen Führerin, das waren diese riesen Gestalten, die man nur so schattenhaft oder schemenhaft gesehen hat. Und da habe ich ja in anderen Videos schon gesagt, gegen die müssen wir garantiert noch kämpfen. Ja, und so wie es aussieht, wissen wir das tatsächlich. Und hier, da wir doch einige von den Gegnern sehr nahe gekommen sind, habe ich hier die Werte für den Nahkampf einfach noch ein bisschen aufgedreht. Und aus meiner Schrotflinte eine Pumpgun gemacht. Genau, weil wir auch ziemlich viele Punkte hatten und ich glaube irgendwo auch einen Teil gefunden hatten. Und dann war es das für diese Session auch schon wieder. Und genau, schauen wir das hier nochmal an. Schrotflinte, Pumpgun. Also mir hat es Spaß gemacht, das mal moderationstechnisch zu machen. Ich hoffe euch auch so ein bisschen. Und danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und auch fürs Zuschauen natürlich. Ich habe 127 Minuten. Mal gucken, das könnten, ja, vielleicht machen wir 4 Videos draus, vielleicht auch nur 3. Schauen wir mal. Wir werden es dann zusammenschneiden. Und auf jeden Fall vielen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Hören uns beim nächsten Video. Und ich wünsche euch was. Bye, bye.